Liebe Campingfreunde, jetzt sind wir immer noch beim Freistaat. Bei diesem Fahrzeug sieht man es sogar, weil es eine Sonderedition ist. Und neben mir ist der Beni. Der Beni wird uns jetzt mal dieses geile Gerät vorstellen. Geländegängig sieht's aus und scharf sieht's aus. Was hat's damit auf sich? Ist er. Hallo zusammen, ich bin der Beni, Benedikt Schmidt. Ich bin hier der Verkaufsleiter. Ich bin ein Fan von unserem Hümer MLT 580 Freistaat Edition. Kurz zu der ganzen Idee, wie das dazugekommen ist. Es gibt so die diversen Videos, die diversen Sachen, die da ja auch schon gebracht wurden und einfach so ein bisschen den Hintergrund. Wir hatten letztes Jahr, irgendwann hat diese ganze Corona-Geschichte angefangen, haben wir gesagt, hey, jetzt machen wir doch irgendwie was, was ein bisschen cool ist mit Allrad, was andere noch nicht machen. Haben dann eine Sonderedition aufgelegt, haben gesagt, was können wir da machen, dass sich der jetzt ein bisschen abhebt von dem, was es sonst so gibt auf dem Markt. Das ist uns mit dem sehr gut gelungen, was auch so der Erfolg von dem Fahrzeug zeigt. Mittlerweile ist es so, der hier steht, ist ein Fahrzeug, den wir jetzt dann in der Vermietung haben. Den können wir bei uns wochenweise, monatsweise, wie auch immer, steht der zum Mieten. Mhm. Und auf Basis von dem, sieht dann ganz genauso aus, haben wir unsere Freistaat-Edition neu kreiert. Die kommen dann Lieferung irgendwo Sommer 2022. Die Fahrzeuge haben gegenüber dem, wie er hier steht, sieht man aber nicht, den neuen Allrad dann drin, mit dem neuen Vierzylinder, mit zwei Turbolader, mit nochmal mehr Drehmoment, mit der ganzen Formate-Geschichte, auf die Geschichte mit den Fahrzeugen, die Sechszylinder, die da teilweise nicht geliefert wurden und so weiter. Da brauchen wir jetzt nicht näher eingehen. Das ist, glaube ich, lang breit getreten worden. War auch für uns sehr ärgerlich, weil wir auch sehr viele Fahrzeuge verkauft haben, wo wir dann die Kunden, so wie eben gesagt haben, anrufen mussten und mitteilen mussten, sie bekommen den so nicht mehr. Das, was Mercedes bringt, ist gut. Das ist, ich möchte nicht sagen, perfekt. Ich möchte auch nicht sagen, dass es besser ist, wie das, was es bisher gab. Es wird anders sein und es wird auf jeden Fall Allrad-Offroad-tauglicher sein, wie die Technik, die es bisher gab. Hat Mercedes schon seit vielen, vielen Jahren in ihrem GLE drin. Ist ein intelligenter Allrad, was in dem Bereich sowieso mehr bringt, wie irgendwelche Sachen, die man zuschaltet, wie auch immer. Mhm. Weil in der Situation, wo ich das dann brauche, fange ich nicht mehr an, da irgendwie rumzurühren. Da stecke ich eh schon fest. Deswegen, das ist gut, so wie es ist. Und wie gesagt, wir kriegen da auch noch einige. Gehen wir mal ein bisschen so auf die Optik außen ein. Also, ja, darf ich noch ganz kurz einhaken? Mhm. Also im Vergleich jetzt zu dem Sechszylinder, der Vierzylinder, der neue, bringt eine noch bessere Allradtechnik. Ja, genau. Und so es ist von kein der, zuschaltbarer Allrad mehr, es ist eine Formatik. Also so wie es die meisten Kunden kennen aus ihrem, ich sage jetzt einfach mal, SUV, BMW, X5, Mercedes, GLE, einfach eine intelligente Allradsteuerung. Also im Bedarfsfalle 65% auf der Hinterachse, 35% auf der Vorderachse, im Normalbetrieb mit Heckantrieb. Dadurch wesentlich spritsparender wie der zuschaltbare Allrad. Und vor allem, er kapiert es in der Fahrsituation, wann ich den Allrad brauche und wann nicht. Also ich muss nicht stehen bleiben, Knopf drücken, sondern er macht es halt auch im Bedarfsfall, wenn ich jetzt irgendwo eine schneebedeckte Piste rauffahre, was halt unsere Kunden ja auch oft machen, wenn sie zum Skifahren gehen oder mal von der nassen Wiese, so das bekannte Beispiel. Genau. Und hat er mehr Drehmoment, weniger Drehmoment jetzt als der Sechszylinder? Er hat 10 Newtonmeter mehr Drehmoment wie der Allrad, wie der alte. Nicht wie der alte Allrad, sondern wie der alte Sechszylinder. Ja. Genau, hat zwei Turbolader. Hat von der, wie gesagt, von der generellen Drehmomentkurve ist er so im Durchschnitt auch wesentlich besser oder wesentlich höher angesiedelt, so in den Bereichen, wo man es braucht. Also ich habe jetzt nicht so diese Drehmomentkurve wie beim alten, dass er von unten raus viel Kraft hat und dann weniger wird, sondern einfach relativ kontinuierlich. Gleich. Okay. Genau. Das liegt an den zwei Turboladern vermutlich, oder? Die genau. So ein bisschen, liegt an den zwei Turboladern. Dann muss man mit dazu sagen, also auch der in Anführungszeichen neue Motor, der da kommt, das ist nichts komplett Neuentwickeltes. Gibt es bei Mercedes, dieser OM 654 seit 2016. Der alte Sechszylinder, toller Motor, klar, war ausgereift, aber ist halt einfach jetzt heutzutage, muss man sagen, aus den diversen bekannten Gründen, CO2-Ausstoß und so weiter, gibt es ihn halt nicht mehr. Und Downsizing und wie es alles heißt. Genau. Und ja, heißt, wir haben eine neue Situation, aber wir haben eigentlich nichts, was uns jetzt extrem in Nachteil bringen würde. Nee. Ja, ich meine, es hört sich immer schön an, Sechszylinder zu haben. Ich finde das auch super, aber wenn es von den Eckdaten her nichts wirklich Neues bringt, dann, dann ist es halt ein anderes Auto, aber gleiche, vielleicht sogar bessere Technik, wie wir gehört haben. Genau. Gut, jetzt gehen wir auf die Optik. Entschuldigung. Jo.
Wie ihr hier schon seht, das Fahrzeug ist jetzt nicht wirklich niedrig. Also wir haben hier eine Bodenfreiheit. Dann nochmal zusätzlich um 8,5 plus 4 und die Räder von nochmal 15 cm mehr gegenüber dem normalen Heckantrieb. Machen die Räder, macht eine zusätzliche Höherlegung, die es exklusiv so bloß bei uns gibt. Wie du jetzt hier gerade schon schön filmst, das Delta-Zeichen. Wir machen ein bisschen Schleichwerbung für unsere Jungs, die uns die Fahrzeuge so cool machen, beziehungsweise dafür sorgen, dass sie so ausschauen. Wir arbeiten da sehr eng mit der Firma Delta zusammen, die hier auch bloß zwei Ortschaften von uns entfernt sind. Das heißt, die sorgen dafür, dass die Fahrzeuge einfach nochmal gepimpt werden. Wir haben jetzt leider keinen normalen Allrad da, der diese ganzen Sachen nicht hat, aber es schaut halt einfach langweilig aus im Vergleich zu dem. Das heißt, die machen den höher, die machen coole Räder drauf. Die machen einen Unterfahrschutz drauf. Genau, der Unterfahrschutz ist jetzt ganz neu. Den haben sie auch erst dieses Jahr entwickelt. Den schicken Kuhfänger vorne. Genau, Kuhfänger. Bei uns sogar mit TÜV-Eintragung, muss man dazu sagen. Also wir kriegen das hin, dass der TÜV seinen Segen dafür gibt. Die PIA-Lights, die kriegt man auch auf Wunsch noch vorne in den Kühlergrill rein, wenn man sagt, man möchte es ein ganz bisschen vielleicht dezenter oder optisch anders gestaltet haben. So Sachen, da können wir dann auch auf Wunsch noch individuell reagieren. Unser Folierer hat das Fahrzeug, sieht man jetzt hier, mit unserer Freistadt Edition Beklebung gemacht. Also der ist vorne schwarz-matt foliert. Hinten unser Freistadt-Logo. Hier vorne an den Radläufen hat er noch diese sogenannten PU-Rims auch noch mit foliert und das gibt dem Fahrzeug halt einfach eine unvergleichliche Optik, eine coole Optik. Wie gesagt, es kommt sehr gut an. Ist einfach, er ist nicht zu schick, er ist nicht zu rabiat. Er ist einfach ein cooler, alltagstauglicher Offroader. Also das ist jetzt auch nicht schlimm, wenn ich sage, mit dem stehe ich dann mal zwei Wochen am Marina di Venezia oder an irgendeinem anderen schönen Campingplatz. Ich muss nicht zwangsläufig immer mit dem ins Gelände gehen, weil der halt auch innen sehr komfortabel ist. Sehr gut. Ja, das schauen wir uns im Anschluss noch an. Aber bis dahin wollen wir mal wissen, was es hier außen noch alles zu entdecken gibt. Da wirst du uns einführen. Genau. Wir haben, was der Wagen jetzt hier hat, muss man mit dazu sagen, wir sehen hier zwei Lüftungsgitter, die haben die Fahrzeuge, die dann kommen, nicht. Das liegt an dem, der Wagen, dieser Beispielwagen hier, der hat einen Absorberkühlschrank aus Versehen drin. Wir bestellen die immer mit einem Kompressorkühlschrank, weil wir da von der Technik einfach komplett autark sind. Wir haben Lithium-Paket drin, das heißt, wir haben zwei große Lithium-Batterien, eine AGM-Batterie, das sogenannte Hymer Smart Battery System, was dann in Verbindung mit der Solaranlage halt einfach so funktioniert, dass ich dann mit dem Kompressorkühlschrank, der dann drin ist, die ganze Stromversorgung so gelegt habe, dass ich wirklich bis zu 10 Tage autark stehen kann, auch mit Wechselrichter, also da ist wirklich alles drin. Das Einzige, wofür ich die Gasflaschen noch brauche, ist zum Kochen, wenn ich da nicht essen gehe, sondern wenn ich da drin koche. Und da reicht dann so eine Gasflasche in der Regel Minimum eine Saison. Eine 11 Kilo bei dem, wenn das Gasfach dann geteilt sind, werden es voraussichtlich 2x5 Kilo sein. Bin ich mir jetzt nicht ganz sicher, wie die jetzt im Frühjahr dann gestaltet werden, aber es ist auf jeden Fall so viel Gasvorrat da, dass man hier problemlos mindestens eine Saison kochen kann, außer man lebt da drin, dann muss man es natürlich ab und zu austauschen. Klar. Genau. Stichwort autark, gibt es da auch die Möglichkeit, eine PV-Anlage, Solaranlage oben drauf zu setzen? Hat er alles drauf. Hat er alles drauf. Ja, also Lithium-Batterie, Solaranlage, Wechselrichter, Kompressor, Kühlschrank, Dieselheizung. Also wir sind hier wirklich, hier kann man wirklich von autark sprechen. Genau. Hier haben wir unseren Anschluss für Strom. Landstrom. Wenn ich dann doch mal irgendwo am Campingplatz stehe, nicht autark, dann lade ich hier meine Batterien auf. Machen wir hier. Hier fülle ich unseren großen Wassertank auf. Wir haben 130 Liter Frischwasservolumen, 120 Liter Abwasser. Wir haben in Verbindung mit der Druma Dieselheizung auch einen 12 Liter Boiler integriert, der dafür sorgt, also jetzt nicht nur Durchlauferhitzer, sondern dass ich wirklich in dem Wagen auch mal schön warm duschen kann, wenn man jetzt beim Skifahren ist. Genau, es ist auch so eine Sache, die da nicht selbstverständlich ist. Markise sehen wir hier noch. Ja. Die fährt aus, 250, ist 4 Meter lang, fährt 250 aus, also ungefähr bis dahin, wo du gerade stehst. Und ja, da kann man dann im Sommer, wenn die Sonne mal ein bisschen runterbrennt, sich es auch draußen schön machen, ohne dass man in der Sonne brutzeln muss. Genau. Und hier haben wir eine große Heckgarage. Das ist unsere große Heckgarage. Das Besondere hier ist, wir haben eine lichte Höhe von 1,25 Meter. Das bedeutet, ich kriege problemlos entweder einen kleinen Roller oder zwei handelsübliche E-Bikes rein.
Ist wie gesagt nicht selbstverständlich, weil wir bei vielen Fahrzeugen eben auch nur irgendwo bis 1,15 Meter haben, was dann oft die Folge hat, dass ich entweder das Vorderrad rausmontieren muss oder dass ich einen Roller vielleicht gar nicht reinbekomme. Ja. Genau, also ich bin selber auch immer mit dem 580er privat unterwegs. Wir haben zwei E-Bikes dabei, einen Tisch, zwei Stühle natürlich, einen Grill. Nach dem E-Biken so kann ich es auch schön sauber machen, wie ich sehe. Ja, genau, das kann man hier sauber machen. Man kann auch, wenn man jetzt mal am Strand ist, sich die Füße ein bisschen abwaschen, dass man den Sand halt nicht ins Wohnmobil reinträgt. Und ich kann den Akku anschließen, 220 Volt. Genau, ich wollte gerade sagen, die Steckdosen zum Chargen dann von die zum Laden von die E-Bikes. Genau, Heckgarage ist mit beheizt. Mhm. Das heißt, auch wenn ich im Winter unterwegs bin, ich habe da meine Skier drin, kann ich reinschmeißen, werden trocken. Eine Besonderheit ist auch noch, wir haben hier keinen Holzboden. Wir verwenden hier GFK. Bedeutet, ich habe da, wenn die Feuchtigkeit, die ja zwangsläufig entsteht, wenn ich heiz und es draußen kalt ist, muss ich vielleicht mal rauswischen. Aber es ist auf jeden Fall kein Holz, was mich da irgendwo dann in Probleme bringt. Was die Feuchtigkeit aufsaugen würde. Bringt, ja. Genau, was die Feuchtigkeit aufsaugen wird. Und dann habe ich hier auch noch schöne Ablagen für Helm, Handschuhe genau. Und Ähnliches, was ich alles zum Biken zum Beispiel mit dabei haben will. Oder Skihelm, genau. Skibrille. Hier haben wir noch einen Deckel, erwähne ich immer ganz gerne, ist auch nicht selbstverständlich. Wir kommen hier bei uns zum Frischwassertank hin. Ist oft immer so diese Frage, was mache ich, wenn da mal das Wasser länger drin stehen bleibt, bilden sich ja Algen oder wie auch immer, dass ich das einfach auch sauber machen kann. Genau, das hat der auch mit drin. Das sieht man jetzt auch ganz gut. Unsere Bodenisolation, also wir haben 46 mm geschäumten Boden, was auch dafür sorgt, dass ich da drin warme Füße habe im Winter. Die Fenster, die schließen richtig schön plan ab. Sind die auch thermisch nochmal isoliert? Es sind Rahmenfenster, die halt dafür dann auch sorgen, gegenüber den normalen aufgesetzten Fenstern, dass ich A, nicht die Geräusche habe und dass ich halt nochmal eine bessere Isolation habe. Ja, hier sehen wir die Heckkamera. Genau. Und nochmal ein Rad, das kriege ich wahrscheinlich auch noch per Hand runter, aber das wirkt, das ist schwer. Wiegt wahrscheinlich auch 40 Kilo oder ja, sowas? Ja, das sind 40, 45 Kilo. Also wir tun uns, wenn wir das montieren, immer leichter, wenn wir zu zweit sind. Ja. Genau wie du schon gesagt hast, oben die Rückfahrkamera, die ist an dem Mercedes-System, an dem MBUX 1025 mit angeschlossen. Da schauen wir dann innen noch rein. Das ist so das bekannte Mercedes-Navi, das dann, ja, wie heutzutage normal mit Bluetooth, Freisprecheinrichtungen und so weiter funktioniert. Und die Rückfahrkamera, die sich dann automatisch zuschaltet, sobald man halt einen Rückwärtsgang einlegt. Genau. Hier haben wir schon reingeschaut. Heckgarage lässt sich also von beiden Seiten öffnen, was wunderbar ist. Ja, dann kann ich das eine E-Bike von der einen, das andere von der anderen Seite reinschieben. Die genau. Lenker verhaken sich nicht. Hier haben wir unseren vorher schon angesprochenen Gasflaschenkasten, ja. Der jetzt noch ausgelegt ist für zwei große, 2x11 Kilo. Wird dann, liegen die hintereinander? Die stehen hintereinander. Davor ist das bekannte Tedford-Fach, wo die normale Kassettentoilette drin ist. Da haben wir ein Kassettenvolumen bei den neuen von knapp 16 Liter. Normal mit Chemie, die man reinschüttet, die kann man auch noch mit einer sogenannten Toilettenentlüftung, SOG-Toilettenentlüftung bestellen, wo halt dann einfach dafür sorgt, dass wenn ich jetzt mal länger unterwegs bin und ich komme vielleicht nicht alle paar Tage dazu, die Toilette zu entleeren, dass einfach die Gerüche nicht so schnell entstehen. Genau, beziehungsweise verhindert werden. Da vorne haben wir dann den Auslass von der Dieselheizung. Das ist dieses weiße Teil, wo Druma. Druma draufsteht. Genau. Dieses Teil hier. Dieselheizung finde ich perfekt. Ist genial, ist was, was sich bei uns die letzten Jahre sehr stark bewährt hat. Es gibt immer noch viele Fahrzeuge, die mit einer Gasheizung laufen, was grundsätzlich auch nicht verkehrt ist oder bei anderen Fahrzeugen den Sinn macht. Aber wir haben ja hier ein Fahrzeug, mit dem wir werben, dass man wirklich autark stehen kann, wo ich jetzt nicht zwangsläufig immer an dem Campingplatz stehen muss, sondern wir haben Kunden, die fahren nach Norwegen, nach Schweden, die wollen einfach, da sind die Campingplätze oder die Anschlussmöglichkeiten nicht so gegeben. Oder wenn die jetzt nach Island fahren, die müssen zwangsläufig mal irgendwo freistehen. Und Diesel bekomme ich überall. Mein Gas, so wie schon angesprochen, das reicht mir ewig, da bin ich nicht dran gebunden. Ich habe meine Batterien hier unten drin, das ist bloß leider abgesperrt, das sind die zweimal Lithium, die eine AGM drin. Also wir haben dann insgesamt fast 400 Amperestunden
Leistung und das zusammen mit der Solaranlage, Dieselheizung, Kompressorkühlschrank ist im Offroad-Bereich ist das die perfekteste Lösung. Ablagefach für unter der Sitzgruppe, das heißt, da kann man noch Schuhe reinstellen oder irgendwie eine kleine schmale Getränkekiste. Gibt auch ein spezielles Hundebett für die, die einen kleinen Hund haben, kann man das da vorne so integrieren. Dass man, wir haben einen Hund, wir haben so dieses Hundebett ist immer ganz schön, weil der dann da unten auch direkt am Heizungsauslass liegen kann und das geht so vorne in Fußraum. Und wenn man keinen Hund hat, dann, wie gesagt, stellt man Schuhe rein oder eine kleine Kiste Bier. Genau. Ja, dann wird ja die Kiste Bier gewärmt. Ja, gut, dann muss man für das haben wir ja noch einen Kühlschrank. Oder man stellt einen Glühwein hin. Ja, genau. Wir haben die auch noch natürlich mit einer Satellitenschüssel ausgerüstet, sodass man da auch problemlos überall fernsehen kann. Mhm. Wir haben einen WLAN-Router, ist auch sehr interessant. Gibt viele Kunden, die von unterwegs aus arbeiten und man hat ja immer das Problem mit Netzempfang, beziehungsweise selbst wenn man am Campingplatz steht, die Plätze, wo ich dann gutes WLAN habe, die sind in der Regel immer besetzt oder kosten extrem viel mehr. Der WLAN-Router, der sorgt dafür, dass der im Prinzip die ganzen Signale der umliegenden Sendemasten empfängt und bündelt zu einem guten Signal, kann ich auch aus eigener Erfahrung sagen, ist in der Regel immer eine Qualität, immer eine 4G-Qualität. So dass man da, wenn man sich nicht gerade irgendwelche riesigen Dateien runterlädt, sondern normal arbeitet oder irgendwie bei Netflix was streamt, wie auch immer, das auch echt immer gut funktioniert. Genau. Ja, dann schauen wir uns das Fahrzeug jetzt mal von innen an. Genau. Ja, hier ist unsere Tür, Eingangstür mit Sicherheitsschloss. Haben hier nochmal einen zusätzlichen Riegel. Wenn man da doch mal irgendwo frei steht, ist es immer ganz schön, wenn ich weiß, dass in die Tür so schnell keiner reinkommt. Kann ja immer mal sein. Gott sei Dank, toi, 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 wir haben wenige Fälle, wo man da irgendwie das Schloss gebraucht hätte. Aber ist schön, ist einfach auch so eine psychologische Sache, dass absolut, drin ja. ist. So, jetzt sind wir hier drin in unserem schönen Hymer MLT 580. Wie ihr hier schon seht, wir haben die Stühle gerade gedreht, dass wir es im Wohnraumbereich ein bisschen gemütlicher haben. Wir haben hier unsere L-Sitzgruppe, unsere halbnette L-Sitzgruppe, sagt man auch, wo man sich am Abend, wenn man sich hinsetzt, schön reinfläzen kann. Das heißt, ich kann hier meine Beine hochlegen. Hier oben haben wir unseren Fernseher drin. Wir haben bei dem Tisch, was das Besondere ist, ich zeige es mal kurz, hier noch die Möglichkeit, den abzusenken. Wir sind ja unser MLT 580, ist ja eigentlich ein Zwei-Personen-Wagen, aber es kommt trotzdem immer wieder vor, dass Leute sagen, ja, mein Jugendlicher oder meine jugendliche Tochter, vielleicht fährt die noch mit ein, zwei Mal. Die möchte dann auch hier auch schlafen und nicht unbedingt hinten bei uns im Bett. Dann haben wir hier noch die Schlafmöglichkeit oder Enkeljoker für die, die das Fahrzeug für sich kaufen, aber halt dann trotzdem mal jemanden noch mitnehmen. Genau. Und wenn ich ganz extrem lässig einen Film gucken will hier auf dem Fernseher, dann kann ich mich auch hier hinfläzen, den Tisch runter machen und Füße dann habe ich da einen Bartisch. Genau, dann kann man dann entweder die Füße oder die Getränke draufstellen. Das Was man auch sein. Direkt sehr gut sieht, ist natürlich das Oberlicht. Mhm. Das ist super schön, hell. Hier unsere Lesespots für die, die nicht fernsehen, sondern lesen wollen am Abend, haben wir hier unsere Schwanenhalsspots drin. Hier oben unsere offenen Ablagen. Was das Besondere auch bei dem ist, wir haben ein Multimedia-System drin. Sieht man jetzt hier nicht, hier sind die Boxen dahinter versteckt. Das heißt, derjenige oder diejenige, die vorne sitzt und Fernseh schaut und der andere, der vielleicht hinten im Bett liegt, kann hinten sein, ja, entweder sein eigenes Fernsehprogramm anschauen oder seine Musik streamen. Das heißt, wir haben da zwei verschiedene Soundquellen. Mhm. Das Ganze wird dann auch gesteuert über unser Mercedes MBUX-System. Das heißt, da haben wir dann hier unsere Navigation, Rückfahrkamera. Dann haben wir im vorderen Bereich, wo wir hier gerade sind, finde ich auch immer eine recht schöne Lösung. Wir haben hier zum Entleeren von unserem Abwassertank, wenn ich jetzt direkt über der Entsorgungsstation bin, ich muss jetzt nicht rauslaufen aus dem Fahrzeug und da irgendwie einen Hahn aufdrehen, sondern ich bleibe stehen, drücke hier auf den Knopf drauf. Funktioniert natürlich nur bei Stillstand und bei nicht laufendem Motor. Beziehungsweise auch wenn ich vergesse, mal die Drittstufe einzufahren und die fängt zu pfeifen an, muss ich nicht nochmal extra aufstehen, sondern drücke hier auf den Knopf und dann fährt die wieder ein. Hier jetzt im oberen Bereich, wo du gerade hochschaust, wir haben hier noch unser altbewährtes Bedienpanel mit unseren Anzeigen, wie es gerade aussieht, mit den Batteriekapazitäten, sprich Wohnraumbatterie, wie viel gerade drin ist, Frischwassertank, Abwassertank, Chassisbatterie, Mercedes.
Das Ganze können wir noch erweitern mit einem sogenannten Batteriecomputer, wo ich dann wirklich sehe, wie viel lädt die Solaranlage gerade rein, wie viel wird gerade rausgezogen, dass man einfach ein sogenanntes Batteriemanagement hat. Ja. Mhm. Das sind alles Dinge, die man da noch aufrüsten kann. Das ist, wie gesagt, noch die altbewährte Technik. Mhm. Funktioniert sehr gut. Es gibt mittlerweile neuere Sachen, die jetzt dann so nach und nach kommen, beziehungsweise die man auch nachträglich dann bei uns nachrüsten kann. Genau, hier oben haben wir noch das Bedienpanel von der Heizung. Mhm. Habe ich eigentlich gerade vorher schon mal warm gemacht. Heute ist ja nicht ganz so. Es ist auch schon fast wieder am Gefrierpunkt. Genau. Das ist dann unsere Dieselheizung. Jetzt hört man, wie sie gerade anläuft. Mhm. Hier oben kann ich dann meine Temperatur einstellen. Der regelt das dann automatisch. Wir haben hier unser Thermostat mit drin. Das heißt, wenn er die 22 Grad erreicht hat, dann schaltet er auch wieder aus. Mhm. Man kann das Ganze auch koppeln, dann, wenn man zum Beispiel noch eine Wohnraumklimaanlage drin hat, dass er dann sagt, wenn ich das Fahrzeug jetzt verlassen habe, er regelt die Klimaanlage so beim Verlassen des Fahrzeugs beziehungsweise beim Zurückkommen, dass ich dann auch meine gewünschte Temperatur habe. Und wenn es draußen jetzt gerade 30 Grad hat und ich zurückkomme, dass ich dann nicht erst ein aufgeheiztes Wohnmobil habe, was ich runterkühlen muss. Das sind alles so Dinge, die wir da dann bei uns verbauen können beziehungsweise teilweise auch schon drin haben. Das ist noch die Geschichte mit der Dual Control, also mit unserer automatischen Gasflaschenumschaltanlage. Wenn eine Flasche leer ist, schaltet er automatisch auf die zweite um. Genau, hier am Eingang noch unsere Fliegenschutztür, dass die Moskitos draußen bleiben. Dann haben wir hier oben einen von unseren großen, großzügigen Dachstaukästen. Hier oben ist noch ein bisschen Technik drin. Da haben wir zum einen die Steuerung von der Satellitenschüssel. Ablage ist klar. Hier oben noch die Anzeige von der Satellitenschüssel, welcher Satellit das dann gerade drin ist. Hier noch die Anzeige vom Inverter, von unserem Wechselrichter. Also wenn ich jetzt frei stehe, habe ich trotzdem eine 220 Volt Versorgung. Das ist jetzt auch was, was nicht immer selbstverständlich ist. Funktioniert jetzt hier, weil wir dieses sogenannte Smart Battery System drin haben. Das heißt, auch wenn ich frei stehe, funktioniert mein Föhn, funktioniert meine Kaffeemaschine, meine 220 Volt Geräte. Genau. Hier oben ist dann auch noch die Solaranzeige drin, was er gerade reinlädt. Genau, dann haben wir hier noch unseren 32 Zoll Fernseher. Mit dem kann man arbeiten, mit dem kann man fernsehen. Genau, hier unten noch unsere 230 Volt Steckdose und USB. Und oben auch noch mal eine zusätzliche 12 Volt, wenn man die braucht. Selbstverständlich können hier auch zwei Kinder bzw. zwei schmal gebaute Erwachsene sitzen. Bei zwei breiter gebauten muss man ein bisschen schauen, aber ist ja eigentlich ein Zwei-Personen-Wagen. Genau, da nimmt man. Also einer hat auf jeden Fall sehr gut Platz und bei zweien, die müssen dann halt schmaler sein. Genau. Ja. So, zur Küchenzeile. Küche. Einmal unser Dreiflammkocher. Ist genial, kommt immer so dieses Argument, drei Flammen, wer braucht es schon? Drei Töpfe hat man nicht. Stimmt, hat man oft nicht, aber die Zweiflammkocher sind immer so schmal beieinander, dass man auch zwei kleine Töpfe nicht drauf bekommt. Deswegen hier, wenn ich jetzt sage, ich mache mir am Abend mal Spaghetti Bolognese oder sonst irgendwas, einen kleinen Topf hier und einen kleinen Topf da, kriege ich drauf. Auch geniale Sache. Spüle, auch groß, tief genug. Wie vorher schon gesagt, wir haben 130 Liter Frischwasser. Natürlich auch hier wieder 220 Volt Anschluss zweimal. Ist in Verbindung mit unserem Steckdosenpaket dann auch bei der Freistart Edition serienmäßig. Hier unten haben wir unsere großen Ablagen. Einmal Besteck ist klar und sonstige Utensilien. Davon nochmal zwei größere hier drunter. Wie gesagt, wir sind ja auch immer mit dem 580er unterwegs und ich muss sagen, das war bisher immer so, dass man alles, was man braucht, hier problemlos reinbekommt. Also Töpfe, Pfannen und was man halt sonst, Müll, Teller, hat mir hier für alles sehr gut Platz. Dann hier oben, wenn es dann unten nicht reicht, haben wir hier oben natürlich auch noch mehr als genug Ablagen. Also wir haben dann immer unsere Gewürze drin und Öl und was man halt da so mitnimmt. Hier haben wir unseren Kühlschrank, wie vorher schon erwähnt. Das ist jetzt, von der Optik ist es kein Unterschied, das ist bloß hier der Absorberkühlschrank. Wir haben dann in der Praxis, sieht hier oben das Bedienpanel ein bisschen anders aus, ist ein Kompressorkühlschrank, ist wie gesagt genial mit Strom. Erstens mal kühlt er wesentlich weiter runter. Gerade im Sommer, wenn man unterwegs ist, haben die Absorberkühlschränke ja immer so die Problematik, dass sie nicht ganz so gut funktionieren, wenn das Fahrzeug leicht schräg steht, was beim Allradfahrzeug öfters vorkommen kann, wie beim Standard-Campingplatz. Reisemobil, dann hat der Kompressorkühlschrank halt auch einfach die Eigenschaft, dass er nicht nur
nicht nur Temperaturen von um die 10 Grad halt ausgleichen kann. Also sprich, wenn es draußen 25 Grad hat, dann kühlt halt ein Absorber nicht ganz so weit runter. Der Kompressor macht es, braucht dafür Strom, aber Strom haben wir ja genug mit Solar und Lithium und genau. Wir haben, wie gesagt, von der Optik sieht der dann genauso aus. Das heißt, wir haben dann hier auch das integrierte Frosterfach mit drin. Mhm. Der ist richtig groß. Wie viele Liter sind das ungefähr? Das sind 142 Liter. Mhm. Ist auch richtig tief. Also wie gesagt, da bringt man echt einiges rein. Bevor wir hinter ans Bett gehen, zeige ich euch noch kurz unseren Kleiderhängeschrank. Den haben wir hier. Mhm. Das ist dann auch, wenn man jetzt um die Jahreszeit wie jetzt unterwegs ist, mal Jacken reinhängen. Oder für die, die es geschäftlich nutzen, auch Platz, dass man da zwei, drei Hemden reinhängt. Mhm. Hier haben wir ein bisschen Polster, das sind zum einen die Polster, das eine ist das für vorne an der Sitzgruppe, wo ich vorhin erwähnt habe, wenn dann doch mal Enkel mitfährt oder Tochter, wie auch immer. Das ist dieses Polster, dass man da vorne nicht auf dem Tisch liegt, sondern das auch bequem hat. Das andere heißt, Polster, wir haben da zwei hier klassische Längsschläfer. Genau, wir haben zwei Längsbetten drin. Wir haben Bettenlängen von 1,94 und 1,92. Das eine ist ein paar Zentimeter länger. Für die größeren, also ich selber, ich bin 1,85, ich kann da noch gut liegen. Mhm. Wäre ich größer, würde ich mir bei dem Fahrzeug unsere Option bestellen, die wir auch bei vielen der vorbestellten Fahrzeugen dabei haben. Da wird der Kleiderschrank hier dann einfach ausgeschnitten. Das heißt, ich habe hier oben dann noch das Fach. Ich habe hier unten immer noch einen Kleiderhängeschrank. Und das mittlere Stück wird einfach ausgeschnitten und mit einem Bettzusatzteil verbreitert, dass ich eine Liegefläche von 2,15 Meter habe. Mhm. Also für die, die größer sind oder ich sage jetzt mal Körpergröße ab 1,90 aufwärts, ist es zu empfehlen, das zu bestellen. Mhm. Wobei man auch das Mittelteil, wenn es hier reinkommt, man kann auch leicht schräg liegen, dann funktioniert das auch ganz gut. Mhm. Genau. Hier drunter haben wir auch noch einen Kleiderschrank, der so wie jetzt hier abgebildet, dann auch in Serie ist. Also da bringt man wirklich alles rein. Also unser, hätte ich fast übersehen, unser Schlafsystem. Mhm. Wir haben hier ein Schlafsystem mit Tellerfederrost. Gibt es bei uns auch optional. Hat man einfach nochmal ein schöneres Schlafen, weil ja viele Fahrzeuge mittlerweile bei uns nicht mehr ausgeliefert werden. Mit üblichen Lattenrosten macht man halt heute nicht mehr so oder nicht mehr so häufig, aber dann habe ich das Schlafsystem, ist einfach besser von der Gewichtsverteilung. Dachstauschränke haben wir auch hier. Ja. Und nochmal Steuerungsbock von der Satellitenschüssel. Genau, also wir haben hier, wie gesagt, die ganzen Staumöglichkeiten sind doch mehr als ausreichend. Und was auch auffällt, ist, dass wir sowohl nach rechts als auch nach links auch sehr schön vom Bett aus dem Fenster gucken können. Richtig. Und nach oben. Ja. Fällt dir jetzt auf? Stimmt tatsächlich, für uns ist das manchmal dann so selbstverständlich, weil wir es ja gewohnt sind, aber es ist tatsächlich so, dass sehr viele Fahrzeuge nur auf einer Seite ein Fenster haben oder manchmal auch oben keines. Genau, und da ist halt schön, wenn man da früh aufwacht und gleich mal rausschauen kann, was der Nachbar oder die Nachbarin macht. Und da hinten habe ich auch genügend Stecker, damit ich mein Telefon in der Nacht anstöpseln kann. Ja, habe jetzt hier ein bisschen versteckt oder verbaut. Wir haben hier hinten wieder USB, 12 Volt und 220 Volt Steckdosen. Mhm. Auch wieder genug abladen. Ich kann da mein Tablet reinstecken zum Laden oder mein Handy. So, was haben wir denn hier noch? Ah ja, da ist ja noch kein Ablagefach, sondern kommt bei uns ein Abwassertank hin. Auch der möchte mal gereinigt werden, beziehungsweise im Service, dass der Monteur da leicht hinkommt, wenn mal irgendwie was repariert werden muss oder irgendwelche Schläuche neu verlegt werden müssen oder was an der Heizung ist, wie auch immer. Haben wir überall Revisionsklappen, wo man problemlos hinkommt. Das Schöne hier bei unserem Variobad, nicht bei unserem Variobad, sondern bei unserem normalen Bad mit der separaten Dusche, Duschabtrennung, Toilette, Waschbecken, haben wir gegenüber dem Variobad, welches es auch gibt, immer die Möglichkeit bzw. den Vorteil, dass man hier auch mal das Bad zweckentfremden kann. Wir haben ja viele Kunden, die sagen, ah, Dusche nutze ich nicht so oft oder zumindest nicht regelmäßig. Da kann ich hier auch mal nasse Klamotten reinstellen oder meine Jacken reinhängen, wenn ich vom Wandern komme oder im Winter beim Skifahren. Mhm. Genau, und ich kann es dann
immer noch nutzen als Toilette, als Waschbecken, was ja wichtig ist, ohne dass ich da irgendwie was umbauen muss oder die Klamotten dann wieder rausholen muss. Genau, das ist so der Vorteil bei dieser Art unseres Bads. Banktoilette natürlich dabei, was auch immer vom Service dann auch praktisch ist zum Reinigen. Ich habe da nicht irgendwo versteckte Winkel, wo ich nicht ordentlich hinkomme. Das ist alles sehr, sehr servicefreundlich. Ja, dann haben wir jetzt hier unsere Dusche, wie du siehst. Wir haben hier, das ist auch eine Besonderheit, man steht, wie vorher schon erwähnt, ja nicht immer unbedingt gerade. Wir haben Ablauf vorne und hinten. Weil, ja, wie gesagt, manchmal steht man ja ein bisschen mit dem Arsch hängend sozusagen und manchmal nach vorne und dann ist es immer blöd, wenn das Wasser dann rausschwappt oder bei der Fahrt dann irgendwo rausläuft. Deswegen haben wir hier unsere zwei Abläufe. Gerade mit dem Auto ist die Wahrscheinlichkeit, dass man irgendwo im schiefen Raum steht, relativ hoch. Höher wie bei anderen, ja, genau. Dann hier unsere separate Duschkabine. Mhm. Auch schön, wie man sieht, da hat man gut Platz drin. Und so richtig bequem ist es beim Duschen mit einer Größe von 1,80 Meter. Also ich bin 1,85 Meter. Ja. Ich dusche da auch gelegentlich mal drin, wenn wir ein paar Tage unterwegs sind. Mhm. Man muss klar, man muss ein bisschen schauen, man steht ein bisschen so. Ja. Aber es funktioniert. Ja, sehr gut. Ja, mit 1,85 ist man doch etwas größer. Ja. Und da habe ich auch noch ein paar Fächer hier, die auch gut sind. Toilettenhalter ist super. Hier mit drin. Toilettenpapierhalter, unten halt dann so die Ablagen für das, was man jetzt nicht tagtäglich braucht. Mhm. Hier oben, das ist dann der Wasserpumpenschalter, natürlich dann auch ein 220 Volt Anschluss für Föhn, Rasierer und so weiter. Benin, das war jetzt sehr, sehr interessant. Also da werden die Zähne lang. Ja. Da will man sofort losfahren. Vor allen Dingen dann eben wirklich mitten in die Berge rein, überall hinten rein und dann wirklich Abenteuer pur. Genau. Irgendwo das stehen, strahlt, wo sonst keiner steht. Richtig, ja. Autark stehen, auch für ein paar Tage, für eine Woche und dann irgendeine Gegend erkunden, die einmalig ist. Ja, das sehe ich hier sofort. Da komme ich ins Träumen. Und dann gibt es nur einen Showstopper, das ist vielleicht der Preis. Das könnte sein, ja. Mhm. Also wir sind jetzt hier bei dem Wagen, so wie er ausgestattet ist, bei 142.900 Euro. Das ist unser Angebotspreis für unsere Freistaat-Edition mit den ganzen Komponenten, wie jetzt hier beschrieben und gesagt. Er ist eigentlich komplett ausgestattet. Eigentlich ist immer so ein Wort, was man als Verkäufer nicht benutzen sollte. Ich sage es trotzdem, weil wir da immer ein Freund offener Worte sind. Es gibt so das eine oder andere, was man eventuell noch extra bräuchte. Ja? Hm. Der eine oder andere braucht vielleicht noch eine Dachklimaanlage. Wenn er sagt, ich stehe dann doch mal am Campingplatz und will, dass da im Sommer schön kühl ist. Der eine oder andere braucht vielleicht noch eine Dachreling mit Heckleiter. Hin und wieder haben wir Kunden, die sagen, ich will aber eine Anhängerkupplung haben, weil ich mein Boot noch ziehe. Das sind so die Sachen, die vielleicht noch mit dazukommen. Aber ansonsten kann man wirklich sagen, also bis auf die letzten 2.000, 3.000 Euro in der Richtung ist der Wagen wirklich komplett ausgestattet. So wie er hier steht, ist es ein fairer, ehrlicher Preis. Also den kriege ich so. Und wie gesagt, die anderen Sachen, da muss man halt dann drüber reden. Mhm. Genau. Und Stichwort, ich will ihn haben. Wenn ich ihn tatsächlich haben wollte, wie lange muss ich warten? Wie lange sind die Wartezeiten ungefähr? Wir haben momentan die ganzen Lieferketten, Unterbrechungen und so weiter. Man liest ja tagtäglich in der Zeitung. Deswegen sind wir da mit verbindlichen Angaben sehr vorsichtig. Wir haben viele von diesen schönen Fahrzeugen bestellt, die wir auch bekommen. Hümer hat sie uns bestätigt, dass wir sie bekommen. Wir rechnen damit, dass die ersten bis zum zweiten Quartal bei uns eintreffen. Mhm. Bis zum zweiten Quartal, das geht dann rechnerisch von 1. April bis 30. Juni. Wir gehen davon aus, dass in diesem Zeitpunkt die ersten dastehen werden und nicht nur dastehen werden, sondern dann auch abholbereit sein werden. Genau. Sehr schön. Sollte zum Sommer also klappen. Super. Tausend Dank, Beni. Danke dir. Hat richtig Spaß gemacht. Ich hoffe, euch hat es auch Spaß gemacht. Und wenn das der Fall ist, dann Daumen nach oben bitte und lasst uns ein Like da und abonniert den Kanal. Glocke nicht vergessen. Vielen Dank. Servus. Ciao, servus.